Ha, Sophia auch dabei. Hallo. Martin, wieder mal. Du machst echt jeden Tag mit. Richtig nice. Beck Uli, Juli Tränker, grüß dich. Grüße an Südtirol. Nina Angerer, du stehst im Hintergrund, tu nicht so. Hi Phil, grüß dich, auch mal wieder am Zuschauen. Phil Weber übrigens, dem bin ich letztens davon gelaufen. Deswegen mache ich das Ganze wieder daheim, weil das war mir ein bisschen zu langsam, wie das da alles vonstatten gegangen ist. Sophia, Grüße an die Mama. Weißt ja eh, wie es läuft. Kannst du deine Mom mal korrigieren ein bisschen, dass sie auf einmal ihre Bongos auspackt. Sehr schön. Einige dabei heute. Gut. Ihr wisst heute das Thema Mission Condition. Ihr ahnt bereits, dass das für euch bedeutet, dass ihr einige Condition-Blöcke wieder mal absolvieren werdet. Phil sagt, im Running-Podcast werde ich rasiert. Was auch immer das heißt. Gut. Also, legt euch eure Matte zurecht. Ihr braucht wieder was zu trinken, ihr braucht in der Menge Motivation, haut euch eventuell einen guten Sound rein. Und wir starten wie immer mit etwas Mobility. Macht hier vor allem beim Laufen ganz, ganz wichtig, eure Sprunggelenke warm, eure Hüfte warm. Aber auch der Oberkörper ist immer an einer Laufbewegung beteiligt. Und auch der Block wird jetzt sehr laufspezifisch sein. Schiebt mal hier euer Knie nach vorne, über eure Zehen drüber, lasst eure Ferse am Boden. Mobilisiert euer Sprunggelenk. Laufspezifisch in dem Sinne, dass jede der Bewegungen euch in eurer Laufperformance verbessern wird. Im Sinne einer guten Lauftechnik. Jawohl, kommt ihr jedes Mal ein Stückchen weiter vor. Und wechselt gleich die Seite. Anderes Bein vor. Ganze Fußsohle am Boden, schiebt euer Knie zentral über eure Zehen drüber. Ruhig extra noch mit eurer Hand Gewicht hier nach vorne geben, dass ihr da richtig schön warm werdet. Heute habt ihr die richtige Wahl getroffen, euer Workout drinnen zu machen. Sehr gut. Wechselt wieder euer Bein, was vorne ist. Und streckt das komplett durch, während ihr mit eurem anderen Knie am Boden seid. Bleibt aufrecht im Oberkörper und lehnt euch nach vorne, sodass ihr einen Zug auf eure Oberschenkelrückseite bekommt. Wenn möglich, zieht noch eure Zehenspitzen zu euch her, macht es intensiv und geht dann hier in so kleine Wippbewegungen nach vorne. Denkt aber daran, dass eure Wirbelsäule hier lang bleibt. Also macht keinen Rundrücken. Gewöhnt euch da gleich schon mal dran. Ganz, ganz wichtig beim Laufen, die aufrechte Position. Und beugt das vordere Bein, ihr bleibt noch auf derselben Seite. Schiebt eure Hüfte vor und zieht mit euren Armen weit nach oben zur Decke, sodass ihr jetzt einen Zug auf eure Oberschenkel oder auf eure Hüftvorderseite habt. Schaut, dass ihr dabei nicht zu sehr ins Hohlkreuz fallt, sondern kippt euer Becken tendenziell nach hinten. Und dann einmal lockern und wieder dynamisch hier in diesen Stretch rein. Sehr schön, Hüftvorderseite auf Länge bringen. Und Seitenwechsel. Anderes Bein vor, gestreckt, anderes Knie ist am Boden, Brust ist draußen und lehnt euch nach vorne. Kleine Wippbewegungen, zieht eure Zehenspitzen zu euch her. Jawohl, bringt der Zug auf die Oberschenkelrückseite und wieder beugen, jetzt Hüftvorderseite, zieht nach oben, spannt eure Pobacke an und wieder locker lassen, immer wieder dynamisch in diesen Stretch reinkommen.
recht. Ganz, ganz lang. Versucht die Decke zu erreichen. Kreiert jetzt schon Größe, damit ihr später über euch hinaus wachsen könnt. Und stopp. Es wird etwas dynamischer. Ihr geht mit euren Händen auf den Boden, die Beine erstmal leicht gebeugt und schiebt eure beiden Po-Backen zur Decke schräg hinter euch. Jetzt streckt ihr euer linkes Bein durch, bringt die Ferse Richtung Boden, das rechte Bein bleibt gebeugt und macht das Ganze im Seitenwechsel. Im Wechsel rechts, links. Die Wirbelsäule ist lang, bringt ihr die Ferse zum Boden. Wieder der Zug auf der Oberschenkelrückseite. Gleichzeitig das erste Mal heute vermutlich kopfüber. Außer ihr übt gerade Handstände. Jawohl. Und stopp. Stellt euch nach oben auf. Ihr steht etwas weiter als schulterbreit da. Streckt eure Beine komplett durch. Greift mit eurer rechten Hand über eure linke Schulter. Macht euch ganz, ganz groß. Dann dreht ihr die Schulter ein, greift Richtung Boden und geht von der anderen Seite in der gleichen Bewegung wieder zurück. Strecken, strecken, strecken. Zieht wieder über Kopf. Macht euch lang und hier wie eine Windmühlenbewegung. Ruhig dynamisch, jeder in seinem Tempo. Große Bewegungen. Streckt euch von links nach rechts. Und Seitenwechsel. Über die rechte Schulter, Schulter eindrehen. Und zur anderen Seite rüber. Zweimal noch. Zieht euch in die Länge. Letztes Mal. Jawohl. Und stopp. Kurz lockern, springt ein paar Mal auf der Stelle. Und dann starten wir direkt schon mit einer kleinen Core-Aktivierung. Und zwar das Ganze jetzt nicht auf Zeit, sondern wir machen eine gewisse Anzahl an Wiederholungen. Nummer 1, macht das gleich mit mir mit. Ihr geht auf eure Unterarme in eine Plank-Position. Startet gerne auf den Knien, damit ihr euer Becken in eine neutrale Position bringen könnt. Einmal räuspern, macht den Rumpf fest. Nehmt die Knie in die Luft und aus der Position geht ihr auf eure Hände. Liegestützposition. Geht gleich wieder tief auf eure Unterarme. Verlagert euer Gewicht auf euren rechten Unterarm. Dreht euch seitlich. Und ihr bildet hier wieder eine gerade Linie. Jetzt geht ihr mit eurem Handrücken, den legt ihr einmal zwischen eure Schulterblätter. Mobilisiert noch eure Schulter. Kommt wieder zurück, das Ganze auf der anderen Seite. Dreht euch auf den linken Ellenbogen. Einmal zwischen die Schulterblätter greifen. Zurück. Wieder auf eure Hände. Erste Runde geschafft. Noch zwei weitere. Auf die Unterarme. Rotation. Zieht euch in die Länge. Spannung. Einmal zwischen die Schulterblätter greifen, kommt zurück. Immer ist euer gesamter Rumpf wie ein Block. Schultern und Hüfte bewegen sich immer simultan, keine großen Ausweichbewegungen. Letztes Mal auf die Unterarme, Rotation, kommt zurück. Andere Seite, zwischen die Schulterblätter greifen, vorher vergessen auf der Seite. Und letzter Durchgang, Rotation zwischen die Schulterblätter, andere Seite, zurück auf die Unterarme und stopp. Aktivierung für eure Rückseite und vor allem für eure Po-Backen. Ihr geht in Rückenlage, pendelt euer Becken hier in die gleiche Position wie davor. Bauch ist fest. Schiebt eure Hüfte nach oben, sodass Knie, Hüfte, Schulter eine gerade Linie sind, dann habt ihr die perfekte Aktivierung in den Po-Backen. Hebt euer linkes Bein vom Boden weg und senkt eure Hüfte nach unten ab. Ihr bleibt dabei eine gerade Linie, schiebt sie wieder hoch. Langsam absenken, Schuh. Jetzt noch 5 Wiederholungen. Ihr sollt nur einmal euren Po-Backen ganz aktiv spüren. Schaut, dass ihr nicht zu sehr ins Hohlkreuz reinfallt. Auf keinen Fall einen Rundrücken macht. Genau die mittlere Position. Letztes Mal. Und Seitenwechsel. Langsam absenken. Touchiert nur leicht den Boden mit eurem Becken. Und wieder hoch. 7 Mal insgesamt. Jetzt noch 5. Boom. Schub nach oben. Aktiviert die Po-Backen. 4. Und letztes Mal.
hoch. Sehr schön. Kurzpause, einmal lockern. Davon, von genau diesem Ablauf, noch eine zweite Runde. Spürt eure Körpermitte. Ganz bewusst immer den Bauchnabel nach oben und innen ziehen. Dadurch kriegt ihr eine schöne Bauchspannung. Und los geht's. Als erstes auf die Handfläche. Wieder absetzen. Side Plank. Einmal zwischen die Schulterblätter greifen. Seitenwechsel. Wieder auf die Hände. Handflächen. Ich warte hier kurz auf euch. Zweite Runde. Unterarm. Rotation. Bauch ist fest. Eine gerade Linie. Zur anderen Seite. Auf die Hände. Und letztes Mal. Unterarme. Rotation. Gleich zwischen die Schulterblätter. Seitenwechsel. Auf die Handflächen und dreht euch gleich um. Zweite Runde Aktivierung von euren Glutes. Ihr könnt jetzt gleich euer linkes Bein in die Luft nehmen und 7 Wiederholungen. Ganz, ganz sauber. Eine gerade Linie, Pobacken feuern, feuern. Langsam ab. 1. Hoch, Pobacke fest. 2. 3. 4. Nummer 5, 6 und Seitenwechsel direkt. Schaut mal auch, dass sich eure Zehenspitzen zu euch herzieht. Jetzt werdet ihr in einer Sprintposition, oder dass die Welt auf dem Kopf steht. Jawohl, noch 5. Sehr schön, 2 Wiederholungen noch. Pobacken fest, fest, fest. Spürt richtig, wie die arbeiten. Und stopp. Sehr schön. Steht wieder nach oben auf. Kurz lockern, springt ein paar Mal auf der Stelle. Links, rechts. Jawohl. Und dann passt auf, schaut wieder auf den Bildschirm. Ihr habt jetzt folgende Kombination. Ihr steigt einmal nach vorne. Oberkörper ist aufrecht. Schaut, dass euer Knie außen in Richtung zu eurem kleinen Zeh geht. Steigt zurück. Dann einmal seitlich, auch hier, Oberkörper raus, wieder zurück und dann steigt ihr diagonal schräg nach hinten. Jetzt ist das andere Bein unter Last, steht wieder auf. Noch 2 weitere Durchgänge. Nach vorne, zurück. Schaut, dass ihr hier genau in eure mittlere Position kommt. Seitlich, zurück, diagonal und Startposition. Ein letztes Mal, vor. Seitlich und diagonal nach hinten. Jawohl, kurz lockern, Seitenwechsel, linkes Bein steht ganz stabil auf eurem rechten. Pobacke ist jetzt schon am Arbeiten. Steigt nach vorne, gerne die Arme gegen gleich mitnehmen, zurück. Seitlich und zurück und diagonal nach hinten. Runde 2. Aber Leute, diagonal und letztes Mal nach vorne, immer Kontrolle in eurer Mitte, seitlich und schräg nach hinten, jawohl und stopp. Es geht nochmal ein Stück dynamischer, beziehungsweise zuerst statisch, damit ihr da ready seid. Ihr steht schulterbreit auseinander und geht einmal in so eine Squat-Position, jetzt ganz aktiv und ganz bewusst. Reißt ihr unter euren Füßen den Boden auseinander. Da sieht man von außen nicht viel, aber ihr solltet innerlich extreme Spannungserhöhung spüren. Mit dieser Spannung setzt ihr euch nach unten ab. Nach unten, als wolltet ihr euch auf einen Stuhl absetzen. Euer Rücken ist wieder lang und ihr reißt immer noch den Boden voll auseinander. Vollgas, Vollgas, Vollgas. Haltet die Position. Drückt eure Handflächen vor eurem Körper mega fest zusammen und haltet hier nur in dieser Spannung. Volle Spannung vom Scheitel bis zur Sohle. Halten, halten, halten. Noch 3, 2, 1 und stopp. Kurz lockern. Ganz stark, Leute. Jetzt nehmt ihr eure Arme über Kopf, stellt euch auf eure Zehenspitzen
Und auf mein Signal schmeißt du die Arme nach unten und kommt direkt in die gleiche Position mit der gleichen Spannung, die ihr gerade ganz isometrisch gehalten habt. Alright? Macht euch bereit. Reaktion und Spannung eures Lebens. Hopp! Puh. Halten, 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 halten. Spannung. Und lockern. Sehr gut. Runde 2. Auf die Zehenspitzen. Hopp! Volle Spannung, reißt den Boden in zwei Hälften. Und stopp, letztes Mal. Hopp! Spannung, 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 Spannung. Und stopp. Sehr schön. Das Ganze jetzt auf ein Bein. Ihr startet hier oben. Etwas schwieriger aufs Kommando. Tief, aber nur auf einem Bein. Gerne das andere ein bisschen zur Hilfe nehmen oder kleine Hopser, was immer ihr braucht, um stabil zu stehen. Findet aber eure Mitte. Mit der Zeit. Zuerst rechts, dann links, dann wieder rechts, wieder links. Zweimal pro Seite. Macht euch groß. Hopp. Jawohl. Runde 2. Andere Seite. Hopp. Yes, sehr schön. Noch einmal pro Seite. Hopp. Jawohl. Arbeitet an eurer Beinachse, auch wenn es jetzt dynamischer ist. Steht wieder auf. Letztes Mal. Hopp! Oh, stabil, stabil, wie ein Fels. Und stopp! Sehr schön! Nochmal ein Stück dynamischer. Jetzt geht's um eure schnellen Muskelfasern. Aktiviert die und ihr werdet wie Gazellen durch euren Alltag laufen. Auf mein erstes Kommando. Geht in schnelle Tappings auf der Stelle. Auf mein Klatschen. Ich sehe gerade, rufen alle hopp. Auf mein Klatschen jetzt, sonst ist es zu einfach. Geht ihr wieder in tiefe Position, nächstes Klatschen, schnelle Tappings. Alright, tiefe Position. Und go, schnelle Tappings, schnelle Tappings. Gebt richtig Gas, Tempo, Tempo, Tempo. Ganz stabil. Tempo, Tempo, Tempo. Yes. Und stopp, sehr schön. Ihr startet jetzt mit dem Block, mit dem versprochenen. Und zwar läuft er folgendermaßen ab. Ihr habt zwei verschiedene Intensitäten, also zwei Blöcke, die laufen aber gleichzeitig ab. Das heißt, ihr startet mit einem Block mit etwas weniger Intensität, dann kommt ein zweiter Block, der dauert etwas kürzer, ist dafür doppelt und auch mit doppelter Intensität. Folgende Übungen, ersten 40 Sekunden. Ihr geht an die Wand, sucht euch eine Wand, geht an die Wand, schiebt eure Hüfte vor und dann kein kontinuierlicher Kniehebelauf, sondern ein explosiver Wechsel, aber keine hohe Frequenz. Schaut, dass ihr hier weniger Wiederholungen macht, dass wir die mit Vollgas. Übung Nummer 2, ihr geht in die Plank, 20 Sekunden lang, Ellenbogen unterhalb von eurer Schulter. Nur halten, wenn es zu langweilig ist, wenn noch mehr Intensität mag. Gerne abwechselnd ein Bein in die Luft. Aber denkt dran, das ist der Block mit weniger Intensität. Den macht ihr einmal. Danach Block 2. Hier geht, ihr habt zwei Optionen für Übung 1. Option 1, immer das gleiche Bein vorne. Ihr geht in Split Squat Jumps. Achtet hier, dass eure Knie außen bleibt, nehmt die Arme aktiv mit und schaut, dass ihr eine hohe Amplitude hinbekommt, stabil landet. Option 2, in der Luft, und das ist wirklich für die, die richtig Bock haben. Ihr geht tief, dann zieht ihr das hintere Bein explosiv nach vorne, landet aber auf dem gleichen Bein wieder vor. Übung 1. Übung 2, Seitenwechsel. Übung 3, ihr geht in Shuffles. Von links nach rechts, immer einmal am Boden antippen, denkt dran, hohe Frequenz. Jede der beiden Übungen, 15 Sekunden, dann gibt es Kurzpause, dann kommt dieser High-Intensity-Block nochmal, wieder Kurzpause und dann geht es von vorne los. Vier Durchgänge, ihr startet mit dem Wall-Drill. In 10 Sekunden geht's los. Nochmal einen kurzen Motivationsschluck. Wenn ihr auch so Mitbewohner habt, die während ihr die Session macht, hier Bier trinken und zuschauen,
Gebt ihm mal High Five. Können wir ruhig mal ein bisschen Feuer machen. 3, 2, 1 und Action. Explosiv. Jawohl. Und ab dem Moment, wo ihr das Bein unten habt, am Boden, versucht ihr die Wand so sehr wegzuschieben und gleichzeitig so viel Druck am Boden aufzubauen, dass ihr vom Gefühl den Boden von der Wand trennen wollt. Explosiv. Halbzeit. Brust ist draußen. Separiert den Boden von der Wand. Jawohl, macht euch bereit für die Plank in 3, 2, 1 und in die Plank. Full power dance, catch up. Jawohl, halten, halten, halten. Schiebt ganz aktiv mit euren Ellenbogen den Boden nach unten weg. Noch 3, 2, 1 und kurz Pause. Und jetzt High Intensity Block. Jede der Übungen 15 Sekunden. Keine Pause dazwischen. Los geht's. In 3, 2, 1, auf geht's. Es sind nur 15 Sekunden. Hier Option 1, Option 2. Und die ist echt intensiv. 2, 1 und direkt in die Side Shuffles. Let's go. Immer wieder am einen Ende eurer Matte auf den Boden greifen, zügig zurück. Noch 3, 2, 1 und Stopp. Kurzpause, ganz, ganz kurz. So verschnaufen. Dann Seitenwechsel, ihr seid wieder im High-Intensity-Block. Ihr macht ihn zweimal, denkt da dran. 2, 1, let's go. Übung 1, es bleibt immer das gleiche Bein vorne. Option 2, ihr zieht in der Luft euer hinteres Bein vor. Fortgeschrittene Übung. Fliegt dann fast die Cap vom Kopf. Und Stopp. Side Shuffles. Let's go. Zügiges Tempo. Kommt schon, Leute. Danach wieder der etwas weniger intensive Block. 2, 1 und Stopp. Runde 1 geschafft. Es geht in Runde Nummer 2. Holt kurz Luft, beruhigt euren Atem und los geht's. In 2, 1, 40 Sekunden. 3. Der Wechsel hier von euren Beinen findet in der Luft statt. Also hier kein Marschieren, sondern Wechsel in der Luft. Trennt den Boden von der Wand. Schiebt die Wand von euch weg. Explosiv. Geht noch ein Stückchen schneller. Noch 10. Letzten 5. 2, 1 und geht direkt in die Plank. 20 Sekunden. Schiebt den Boden nach unten weg. Ganz, ganz stark. Wenn ihr merkt, okay, es arbeitet hier mehr euer unterer Rücken, wechselt auf eure Knie. Bleibt trotzdem fest im Rumpf. Noch 3, 2, 1 und der nächste Mitbewohner. Bringt euren Atem wieder unter Kontrolle und es geht zweimal den High-Intensity-Block. Ihr wisst, die erste Übung, zwei Optionen. Sucht euch eine aus, mit der ihr euch wohlfühlt, die ihr kontrollieren könnt. Und let's go! Und stopp, direkt in die Side Shuffles. Von links nach rechts. Zügiges Tempo. Drei, zwei, eins und holt kurz tief Luft und dann geht's gleich. Zweite Runde, intensiver Block. Denkt dran, ihr habt zwei Optionen bei Übung 1 und
Let's go! Zeit schaffelt von links nach rechts. Jawohl. Drei, zwei, eins und Luft holen. Wenn ihr schwitzt wie ich, ist empfehlenswert, die Socken auszuziehen. Ich lasse ein bisschen Luft hier ran. Wieder! Erster Block. Es beginnt von vorn. Seid ihr noch dabei, Leute? Auf geht's in 3, 2, 1 und Action! Explosiv! Schiebt die Wand von euch weg. Brust raus. Und schaut mal, deswegen laufspezifisch, damit ihr hier aus diesem sitzenden Laufen rauskommt. Streckt eure Hüfte die ganze Zeit. Strecken, strecken, strecken. Schiebt den Boden hinter euch weg. Explosiv. Noch 3, 2, 1. In die Plank. Jetzt direkt. Stark, Leute. Stabilität in eurer Körpermitte ist das A und O beim Laufen, weil dadurch könnt ihr eure Energie ganz gezielt in die Vorwärtsbewegung richten und das ist gut so. Da sollt ihr hin. 3, 2, 1 und Stopp. Jawohl, holt tief Luft, es geht in den High-Intensity-Block. Ich wechsle jetzt auf Option 2. Könnt natürlich, wenn ihr hoch motiviert seid, immer noch bei Option 1 bleiben. Los geht's in 3, 2, 1 und Action. Also hier nehmt eure Arme ganz aktiv mit. Federt eure Landung schön sanft ab. Jawohl. Und Stopp. Direkt in die Side Shuffles. Jawohl. Ihr könnt aber, wenn ihr wollt, richtig zur anderen Seite rüber explodieren. So schnell ihr könnt zur anderen Seite rüber. Achtet hier darauf, dass euer Boden rutschfest ist. Und Stopp. Juhu. Seitenwechsel in 3, 2, 1. Action. Hoher Bogen. Komm, schiebt euch nochmal aktiv nach oben. 2, 1, Side Shuffles. Gerne explosiv zur anderen Seite rüber. Könnt auch mal versuchen, das Ganze mit überkreuzen. Dann seid ihr noch schneller bei der anderen Seite. Ja, mal tief mit. Noch 3, 2, 1 und Stopp. Phew. Jawohl. Sehr, sehr stark. Es geht jetzt in die letzte Runde. Macht euch bereit. 3, 2, 1 und Action. Wall Drill. Yes, ganz, ganz stark. Denkt dran, schiebt die Wand von euch weg, Halbzeit, Brust raus. Jetzt wolltet ihr in dem Moment, wo euer Fuß am Boden aufsetzt, einen 100 Meter Sprint ansetzen. 2, 1 und in die Plank. Puh.
Schiebt den Boden unter euch weg, kommt Leute, beißt jetzt nochmal durch. Noch 4, 2, 1 und stopp. Yes, das letzte Mal. Der High Intensity Block. Macht euch bereit. In 4, 2, tief Luft holen. 1 und let's go. Wenn ihr jetzt noch Power habt, gerne nochmal Option 2 wählen. Kommt Leute, es sind nur 15 Sekunden. Jetzt noch 3 und stopp. In die Side Shuffles. Let's go. Go, 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 go. Gerne zügig vorne überkreuzen, dass ihr direkt wieder mit einem Schritt auf der anderen Seite steht. Und stopp. Puh, letztes Mal. Macht euch bereit. In 3, 2, 1. Und kommt schon, Leute. Stabile Landung. Wenn ihr mal nicht so stabil seid, dann einfach kurz einen kleinen Hopser. Und stopp noch einmal von Seite zu Seite. Jawohl, da geht der Puls hoch. Vier, zwei, eins. Und stopp, Leute. Sehr, sehr stark. Puh. Das war ein kurzer, aber knackige Geschichte. Ich hoffe, ihr seid so außer Atem wie ich. Wenn nicht, dann habt ihr euch zurückgehalten. Und dann könnt ihr es nochmal mit voller Power auf YouTube nachmachen. Jetzt kommt nochmal runter. Und ganz wichtig, schaut, dass eure Hüfte locker bleibt. Geht nochmal mit eurem linken Knie auf den Boden. Schiebt die Hüfte hier vor. Und geht ganz easy, ganz locker mit eurer Hüfte nach vorne. Beruhigt euren Atem. Nehmt 2, 3 tiefe Atemzüge. Und wechselt die Seite. Anderes Bein vor. Ganz locker, jetzt ohne viel Spannung. Wippt ihr mit eurer Hüfte nach vorne. Noch 2, 3 tiefe Atemzüge. Und langsam runter. Und geht nochmal durch. Ihr habt es geschafft, eine halbe Stunde richtig Gas zu geben. Ein bisschen länger sogar. Seid stolz auf euch. Setzt euch mal eure Fersen ab. Ein letztes, um so ein bisschen die Spannung auch aus eurer Atemmuskulatur rauszunehmen. Ihr zieht mit euren Armen nach vorne und sinkt hier tief nach unten. Und auch hier wieder atmet in euren Bauch hinein. Ruhig, geräuschvoll. Und dann richtet euch langsam nach oben auf. Einmal die Arme hoch, auslockern und dann, cool, dass ihr dabei wart. Wie immer, gerne könnt ihr uns eine kleine Spende dalassen oder einfach jedem davon erzählen und jeden Tag mitmachen und allen Leuten Bescheid geben. Jetzt könnt ihr eigentlich sogar direkt drin bleiben im Channel. Geht kurz auf Bildschirmpause, legt das Handy weg und dann um 19 Uhr geht's hier direkt weiter mit einem Athletentalk mit David Ketterer. Ganz interessanter Typ, der hat einiges zu erzählen, wenn euch das interessiert. Und auch wenn nicht, könnt ihr trotzdem zuschauen. Vielleicht interessiert es euch dann. So, noch einmal die Fäuste hier zur Mitte. Ich schreibe Bass, hier die ganzen Mitbewohner schreiben Five, damit ihr auch was hört. Und ihr könnt es gerne dann auch noch reinschreiben. Get ready, Bass! Bye. Bis bald. Macht's gut. Genießt den Abend. Falls ihr euch wundert, warum ihr immer noch mein verschwitztes Gesicht seht,
schaue mir hier mal so die Kommentare durch, wer so dabei war. Ach, schön. Mensch. Macht's gut.